Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Cuisine Nahuel. Heute zeige ich euch, wie ihr Rindfleisch mit Gemüse auf marokkanische Art und Weise zubereiten könnt. Wenn ihr wissen wollt, wie das geht, bleibt doch einfach dran. Das sind alle Zutaten, die wir für das Rezept benötigen. Wir brauchen 1 Kilo Rindfleisch, etwas Safran, eine Tomate, 3 kleine Zwiebeln, einen halben Esslöffel Salz, einen Esslöffel Ingwer-Kurkuma-Pfefferpulver. 350 Gramm Erbsen, 2 Tomaten, 70 Gramm Petersilie und Koriander, 7 Esslöffel passierte Tomaten, 40 Milliliter Olivenöl, 60 Milliliter Sonnenblumenöl, eine Spitzpaprika, 450 Gramm grüne Bohnen, 190 Gramm Zwiebeln, 260 Gramm Karotten, an Gewürzen etwas Safran, einen Teelöffel Salz und einen Teelöffel Ingwer-Kurkuma-Pfefferpulver. In einen Topf geben wir 30 ml Sonnenblumenöl. Dazu kommen 20 ml Olivenöl. Jetzt kommen die Zwiebeln dazu und werden für wenige Minuten angebraten. Für den Geschmack geben wir ein Stück Fleisch in den Topf. Auch das wird für wenige Minuten angebraten. Dazu kommen die Karotten und die Erbsen. Achtet darauf, dass ihr die Karotten gleichmäßig mit den Erbsen bedeckt. Ansonsten könnt ihr mit einem Kochlöffel nachhelfen. Von der Petersilie und dem Koriander wird jeweils die Hälfte hinzugegeben. Beides wird gleichmäßig oberhalb der Erbsen verteilt. Dann kommen auch schon die 4 Esslöffel passierte Tomaten hinzu. Im Anschluss kann das Gemüse direkt gewürzt werden. Das Gemüse wird auf mittlerer Stufe für 5 Minuten kochen gelassen. Wir hatten es auf Stufe 5 von 9. In einen anderen Topf wird ebenfalls 30 ml Sonnenblumenöl und 20 ml Olivenöl gegeben. Dazu wird das gesamte Fleisch hinzugegeben. Das Fleisch wird für 5 Minuten auf mittlerer Stufe angebraten. Nach den 5 Minuten werden die Tomatenspalten oberhalb verteilt. Auch das Fleisch wird nach 5 Minuten gewendet. Das Fleisch wird für 5 weitere Minuten angebraten. Währenddessen können schon mal die Zwiebelspalten auf das Fleisch verteilt werden. Auch die Petersilie und der Koriander werden obendrauf verteilt. Zum Gemüse kommen noch 200 ml Wasser. Das Ganze wird auf mittlerer Hitze für eine Stunde gekocht. Danach wird das Fleisch nochmal gewendet und für weitere Minuten angebraten. Schaut immer mal nach dem Gemüse, ob genügend Wasser vorhanden ist. Das Fleisch wird nochmal auf die andere Seite gewendet, sodass jede Seite für 10 Minuten angebraten wurde. Dann kommen zum Fleisch 3 Esslöffel passierte Tomaten. Das Fleisch wird anschließend gewürzt. Alle genauen Mengenangaben schreibe ich euch sowohl für das Gemüse als auch für das Fleisch in die Infobox. Nach 5 weiteren Minuten wird das Fleisch mit den Gewürzen vermischt. Anschließend geben wir heißes Wasser in den Topf. Es wird so viel benötigt, bis das ganze Fleisch bedeckt ist. Dazu kommt noch die klein geschnittene Tomate.
Die Paprika könnt ihr nach 5 bis 10 Minuten oben drauf verteilen. Ganz wichtig, das Gemüse darf nicht umgerührt werden, da es sonst matschig wird. Danach können wir auch schon die Bohnen vorbereiten. Die geben wir in einen Topf. Zu den Bohnen geben wir einen Teelöffel Salz und befüllen den Topf mit heißem Wasser. Die Bohnen, die ich hier verwende, waren schon vorgekocht und wurden dann eingefroren. Demnach müssen sie nur für ungefähr 10 Minuten kochen. Das Gemüse ist nach ungefähr einer Stunde fertig. Jetzt können wir auch schon mit den Bohnen weitermachen. Dazu geben wir etwas Öl in eine Pfanne und geben die bereits gekochten Bohnen dazu. Die Bohnen haben wir noch mit einem Teelöffel Ingwer-Kurkuma-Pfefferpulver gewürzt. Danach können sie für 5 Minuten angebraten werden. Das Fleisch ist nach einer Stunde bis eineinhalb Stunden auch schon fertig. Je nachdem, wie ihr das Fleisch gerne isst. Das Ganze kann dann auch schon angerichtet werden. Wir haben noch etwas Pommes auf den Teller gegeben, da wir gerne Pommes dazu essen. Und fertig ist auch schon das Gericht. Das Gericht, bestehend aus Rindfleisch und reichlich Gemüse, darf bei den Marokkanern nicht fehlen. Dieses Gericht ist ein Klassiker und wird gerne bei uns gegessen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Gebt dem Video doch einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal, um weitere Videos nicht zu verpassen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!